gehe öfter mal ins Nagelstudio und ich habe mich gefragt, ob diese UV-Strahlung, um den Lack zu härten, eigentlich auch schädlich für mich ist, also für meine Finger. Die Lackhärter verwenden meistens UVA-Strahlung und die ist grundsätzlich krebserregend und sorgt für vorzeitige Hautalterung. Die Dauer und Intensität der Strahlung sind beim Nagelhärten gering, aber gänzlich auszuschließen sind negative Auswirkungen nicht. Da beim Lackhärten ja nur der Nagel bzw. der Nagellack bestrahlt werden soll, können Sie die Haut beispielsweise mit Sonnencreme schützen.